Erstmal eine ganz einfache Frage: Wie geht's dir denn im Moment? Ja, mir geht's super. Also, ich meine, mein Leben für uns als Profifußballer, wenn wir mit unserem Verein so einen Erfolg haben wie diese Saison in Darmstadt, ist viel einfacher, eine gute Laune zu haben und dieses Leben zu genießen. Ne? Das, für mich persönlich ist das. Ja, ich bin glücklich im Leben auch, wenn ich im Sportlichen und als Profi Erfolg habe und gute Leistung bringe, sonst ist es ein bisschen schwer. Also, man denkt viel über seine Arbeit und jetzt in dieser Saison alles läuft besser als geplant sogar und wir sind sehr froh und mir geht es einfach sehr gut. Für viele Leute von außen, ich meine die gesamte zweite Liga hat nie mit uns so hoch gerechnet. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob wir haben auch so gerechnet, aber das ist ja so, dass wir immer so viel gearbeitet haben und so gut gearbeitet haben und ich meine, wenn ich ein Wort ist, diese Mannschaft, diese Truppe, dass die besonders ist, wirklich. Und das macht einfach, ich habe das oft gesagt, aber das ist echt so, das macht einfach sehr Spaß, hier zu spielen und mit dieser Mannschaft mitzuspielen und mitzuleben. Und ich meine, das gibt eine super Atmosphäre zwischen die Spieler, die Trainings, die Trainerteam und auch die Leute, die ein bisschen mehr Verantwortung haben in den Vereinen. Ich meine, es ist wie eine große Familie und man fühlt sich immer gut in seiner Familie. Und ich denke, die Erfolgsergebnisse kommen auch ein bisschen davon. Ja. Also, ich habe jetzt ein paar Vereine erlebt und ein paar Dinge so in Frankreich, in Deutschland und so. Und ich meine, hier, wenn du das von außen siehst, also vielleicht, ich meine, früher, wenn ich vor meiner Entscheidung hier zu unterschreiben, haben sie gesagt, ja, wirst du sehen, bei uns das Stadion ist ein bisschen alt und die Bedingungen sind nicht so perfekt, aber bei mir ist es überhaupt kein Problem. Also das ist, finde ich, ein Teil davon, diese Verein, das ist wirklich diese Atmosphäre da und ist nicht über Luxus, über Geld oder so, sondern über eine sehr gute Atmosphäre und diese besondere Charme hier und das passt alles dazu. Hein? Die Leute sind ruhig, bodenständig und so und ich fühle mich auch so, dann habe ich mich direkt gut gefühlt. Das passt gut. 3 Jahre warst du in Dresden, ja. Zuletzt auch Kapitän. Dann hast du jetzt beim letzten Heimspiel gegen Union Berlin, hast du auch den Elfmeter geschossen in Vertretung für Dominik Stroh-Engel. Bist du jemand, der gerne Verantwortung übernimmt? Ja, ich denke schon. Also ich war immer... Ich probiere, das ist immer gut für mich, wenn ich einfach selbst bleibe. Also ich will nicht zu viel machen, also ich bin nicht ein Mensch dafür, der immer schreit, jede 2 Minuten und die will immer vor den Szenen sein, aber ich meine, ich mag trotzdem mit den Leuten sprechen und so in Ruhe und ich bin mehr die, ich kenne mich, ich bin gut mit jeder, also ich kenne jeder. Ich bin, denke ich, gute Psychologin in Dick. Das denke ich gut und ich verstehe die Leute, ich weiß, wie man mitsprechen muss und so. Aber ich bin nicht einfach eine, die schreit die ganze Zeit oder die viel macht. Deswegen, also ich bin zum Beispiel ein unterschiedlicher Kapitän wie Aytaç. Aytaç ist unser ganz klar Kapitän, er macht das überragend und wie er das macht, finde ich super und ich konnte das nicht genauso machen, deswegen. Aber Verantwortung habe ich immer genommen. Ich war schon mit 23 in 2. Liga in Frankreich schon Kapitän. Meine erste Saison in Dresden war ich schon ein paar Spiele Kapitän. Dann also war ich immer, ich denke, die Trainer haben an mir ein bisschen Vertrauen und das nehme ich immer an. Aber ja, ich nehme gerne Verantwortung. Ja, dann apropos Sprache. Du sprichst sehr, sehr gut Deutsch, top. Wie war das denn, als du in Dresden angekommen bist? Da ist ja auch, wie bist du da mit dem Dialekt zurechtgekommen? Ich meine, gibt es ja hier auch, aber ja. Deutschland hat ja ganz viele Dialekte. Ja. Wie war das am Anfang? Ja, also ich bin hier mit 0,0 Deutsch gekommen, dann war ich, das war ganz hart. Also, ich meine, die 2 ersten Monate habe ich gar kein Wort verstanden, wirklich gar nichts.
Und ja, das war zum Glück ein paar Spieler haben sehr gut Englisch gesprochen. Ich habe immer gut Englisch gesprochen, das hat mir sehr gut geholfen. Aber sonst war eine langsam, aber sicher so. Ich habe gelernt, immer mehr, aber das war ja schon schwierig, ganz, ganz klar am Anfang, weil, wie gesagt, ich mag das zu sprechen mit den Leuten, ich will ganz viel geben und zuhören und so, dass ich bin immer ein bisschen so neugierig und so, mit den Leuten viel zu lernen und so, aber das war am Anfang ganz, ganz schwer. Du bist in einer Mannschaft so mit Fremden, die sprechen einfach Deutsch, normal, das verstehe ich auch, aber ich war am Anfang ein bisschen ein Außenseiter, so ein bisschen draußen gelassen und dieses Gefühl habe ich nicht gemocht. Deswegen habe ich ganz viel gearbeitet, schnell zu lernen. Und dazu hat mir meine Freundin sehr, sehr viel geholfen. Sie ist Deutsch und ich habe sie sehr früh, wenn ich in Deutschland gekommen bin, kennengelernt und das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Hast du ein Vorbild auf deiner Position, Innenverteidiger, vielleicht in der ersten Liga, auch vielleicht in der zweiten? Gibt es da eins? Nein, also Vorbild habe ich früher ein bisschen gehabt, ich bin nicht so die Vorbildtyp. Und ich habe auch bis 15 oder 16 Jahre alt bin ich Stürmer gewesen. Dann Vorbild war mehr so Batistuta und so, aber ich habe danach ganz schnell verstanden, dass meine Zukunft war als Innenverteidiger. Und dazu habe ich, das war ein coole Story für mich, weil mein Vorbild war Laurent Blanc. Er war ein sehr, sehr überragender Innenverteidiger von Nationalmannschaft, Weltmeister. Und er war als meine zweite Profisaison mein Trainer in Bordeaux. Und das war überragend, also mit ihm zu sprechen. Er hat mir ganz, ganz viel mitgebracht. Und er war einfach immer noch mit, ich weiß nicht, er war damals vielleicht 40 Jahre oder 42, ich weiß nicht genau. Und er war immer noch so gut im Spiel und so. Das war überragend. Und das war für mich ein cooles Ding, dass ich immer im Fernsehen gesehen habe und geguckt und danach war er mein Trainer, das war cool. Ja, ich habe selbst mal ein Jahr in Paris gewohnt. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Deutsche und Franzosen ganz unterschiedlich frühstücken. Ja. Und zwar, die Franzosen nehmen nur ein ganz leichtes, le petit déjeuner, ganz leichtes. Und wir Deutschen, ja, können schon mal reinhauen morgens mit Wurst, Käse. Hast du dich da mittlerweile dran gewöhnt? Ja, und das war für mich sehr schwer. Also für mich der große Unterschied ist nicht das mehr oder weniger, sondern bei uns ist einfach nur mit Süßigkeit. Nicht mit, also früher sogar Eier habe ich gar nicht gegessen. Also Wurst und Käse war komplett außer Frage. Also, das war für mich unmöglich. Und mittlerweile zu Hause esse ich auch so. Ja, ich mache jetzt ich würde sagen, eine Hälfte-Hälfte, weil meine Freundin ist auch. Hat meine Petite Jeanne auch am Anfang nicht verstanden und sie haben seine Dings gebraucht als Deutsche und das war ein bisschen bisschen Krieg am Anfang da, aber jetzt machen wir so eine Gemischung und so eine Mischung von die beiden und das ist ja gut und jetzt bin ich ein bisschen mehr Deutscher geworden, muss ich sagen. Ganz viel die Rede von der deutsch-französischen Freundschaft, denn beide Völker hätten ja viel gemeinsam. Jetzt hast du gesagt, du bist schon ein bisschen deutscher geworden. Was Ja. denn noch? Vielleicht noch pünktlicher oder was auch immer? Ja, genau, das ist meine Papa ist ein richtiger Franzose, aber er hat mich ausgezogen mit ganz viel Disziplin, Respekt und Pünktlichkeit für mich ist, also war das immer sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel, ich bin immer pünktlich, wenn wir uns treffen mit anderen Spielern und die sind immer zu spät dran und wir lachen darüber, weil normalerweise die Deutschen sind immer so diszipliniert und so, aber ich denke, ich habe die falsche kennengelernt, die falsche Deutsche vielleicht. Und ja, also ich fühle mich immer mehr Deutscher, weil ich lebe mittlerweile fast 4 Jahre hier und ja, ich fühle mich wohl. Ich lebe auch diese Mentalität von den Deutschen und ist auch keine Wunder, dass Deutschland so viel, ich meine mit Wirtschaft und so viel läuft, wenn du siehst den Unterschied manchmal mit die Leute, mit die Franzosen und mit dieser Mentalität, französische Mentalität, hat ganz gute Dinge, aber hat auch seine Nachteile und ja, ich finde jetzt, ich habe von beide gute bisschen mitgenommen und ich finde, dass eine gute Mischung von mir geworden ist.
Gut, dann letzte Frage. Jetzt geht es am Sonntag gegen Bochum. Nochmal natürlich was Sportliches. Was erwartest du da für ein Spiel? Ja, wir haben gesehen, also wir kennen Bochum, sie haben ganz viele gute Spieler und nach vorne sind sie sehr, sehr gefährlich. Sie haben super Spieler nach vorne, sie sind schnell und sie sind immer wieder jedes Spiel gefährlich und für viele Tore gut. Und ja, wir wissen das, aber wir sind auch, ich meine, unsere Mannschaft ist sehr, sehr stark defensiv und wir wissen auch, dass dass Bochum viele Tore schießt, aber viele Tore auch selber kriegt. Und das müssen wir nutzen. Und ich denke, wenn wir in Führung gehen, dann ist es immer gegen uns sehr, sehr schwer zu spielen. Und das hoffe ich. Und ich will auf jeden Fall diese 3 Punkte zu Hause bleiben, dass sie 3 Punkte zu Hause bleiben, weil die Kapitän von der anderen Mannschaft ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Und sein Franzose wird Kapitän sein. Und ich bin seine Trauzeuge. Und in Juni für seine Hochzeit und er muss auf gar keinen Fall hier gewinnen, das geht nicht. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich diese Song höre, diese Lieder höre im Stadion. Das war für mich am Anfang eine große Überraschung, weil ich meine, wenn ich höre Allez les Bleus, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen für mich auch und das kann ich sagen, dass ich freue mich immer und ich würde sagen, continuez de chanter Allez les Bleus. Voilà, merci Danke. beaucoup. Dankeschön.